Zurück inmitten der Festung der Werwölfe kehren wir ein in die Form von Rin und Reinweiß, dem Adelsspross, das sich gerade eigenhändig aus ihrer Fesselung und dem Verlies befreien konnte. Nun soll's weitergehen in der nächsten großen Folge von diesem wunderschönen Spiel mit dem Titel Arne no Jikenbo, The Casebook of Arne. Los geht's, meine lieben Freunde. Und gleich zu Beginn gehen wir erst einmal zu dem funkelnden Blutpfützchen. Was sehen wir denn da? Die wundert sich. Moment, da liegt hier auch auf einmal ein Schlüssel auf dem Boden. Und darauf ist eine Art Bild von einer Schatzkiste gezeichnet. Vielleicht wird mir das vom Nutzen sein, das Schlüsselchen. Ich sollte es mitnehmen. Dann schauen wir mal ins Inventar. Haben wir denn hier irgendwo? Wir haben nur die Memos und sonst nichts, also müssen wir gar nicht groß gucken. Stattdessen gehen wir weiter und wir sehen, sie hält sich noch die Schulter, die sie auskugeln musste, um aus dem Seil zu kommen. Jetzt sind wir hier in diesem Seil und Rin antwortet wie folgt. Ich denke, vom Weg her sollten wir hier weitergehen, aber... Ihr fällt schon auf, die Spur auf dem Boden? Da ist ein Pfad vorgezeichnet. Ist das Blut? Das ist doch Blut! Das kann nur von Arne stammen. Das heißt, er ist hier. Offenbar. So sieht's auf jeden Fall aus. Vielleicht sollte ich dem Blut folgen. Und nun sollten wir dem Weg natürlich entsprechend nur hier auf den blutigen Feldern folgen. Aber wir sind nicht allein. Ein Werwolf erscheint, ein malträtierter Werwolf. Da ist schon die Hüfte leicht lädiert, womöglich ein Zombie. Rin erkennt, das ist doch einer, den Amy kontrolliert. Aber warum ist er hier? Irgendwie sieht's aus, als würde er mich anvisieren. Ich weiß nicht, was hier Sache ist. Ich sollte auf jeden Fall fliehen. Okay, Oh, er wird aufgehalten von den Pfeilen. Gott sei Dank sind wir auf dem richtigen Pfad geschritten. Er scheint mich nicht mehr zu verfolgen. Von dem Rennen tut mir die Schulter ganz weh. Perfekt! Wir haben es geschafft, wurden nicht erwischt und sind nun hier. Und dort oben sehen wir doch noch ein paar bekannte Gesichter. Aber erst erkennt Rin die Werwölfe, die hier randalieren. Und sie sagt, das, was in aller Welt ist hier passiert, die... Werwolf-Zombies. Sie schlagen mit ihren Köpfen gegen die Wand. Milady, Rin. Hier sind wir. Elise. Warum seid ihr beide hier? Wir sind
gekommen, um Sie zu retten, Milady. Was ist denn mit Ihrer Schulter passiert? Nun, ich wurde ja in das Verlies geworfen und um dort rauszukommen, habe ich halt meine... Ja, hat sie nicht ausgesprochen? Ah nein, ich muss ganz schnellstmöglich ihre Schulter behandeln. Ist schon in Ordnung. Ich komme damit klar, ich kann das aushalten. Herr Niklas, warum sind Sie denn hier? Offenbar sind Sie absolut in Alarmbereitschaft versetzt worden, Milady. Aber da kann ich wohl nichts mehr ändern, nach dem, was vorgefallen ist. Ich habe bei der Auktion alles daran gesetzt, gegen Sie anzutreten. Und nun, ich habe keinerlei Interesse, nun Ihnen in der Opposition gegenüberzustehen, nachdem das alles zu Ende ist. Also keine Angst vor mir. Es ist genauso wie auch Elise. Ich bin natürlich gekommen, um Beistand zu leisten und um Sie zu retten. Ich verstehe. Aber noch mit Zweifeln versetzt? Vielen lieben Dank. Das ist erstaunlich. Es erschreckt mich gar. Ich erkenne Sie gar nicht wieder zu der Zeit, als ich Sie im Hotel traf. Und ich weiß genau, als ich Sie das erste Mal traf im Hotel, ja? Da hatte ich das Gefühl, als müsste ich Ihnen meine Hand ausstrecken. Sie, wie als bräuchten Sie Hilfe. Das ist jetzt ganz weg. Diese Atmosphäre von Ihnen ist ganz anders. Was ist denn los mit Ihnen? Ich spüre einen starken Willen von Ihnen ausgehend. Und es sieht offenbar so aus, als bräuchten Sie überhaupt gar keine Hilfe von uns. Ich glaube, ich habe einfach nur die Augen geöffnet. Ich habe einen Entschluss gefasst. Aber ich spüre ganz klar, dass jetzt von Ihnen, Herr Niklas, ja, dass Sie wieder bei Sinn sind und, ja, dem bewusst sind und sind fast, als würden die mir mein Herz rauben. Also er ist nett im Gegensatz zu vorher. Nun, entschuldigen Sie bitte. Nein, das war natürlich nur ein Witz. Du willst mir natürlich nichts mehr abnehmen. Nun, was jetzt anbelangt, was ist hier eigentlich passiert? Dass die Werwölfe ihre Köpfe gegen die Wand schlagen. Das sind doch die Leichen, die Amy kontrolliert, oder nicht? So sieht es tatsächlich aus. Sie sind ganz plötzlich erschienen und haben angefangen hier zu randalieren. Offenbar, und das ist zu unserem Glück, sind sie nicht gewillt, uns Schaden zuzufügen. Aber da sie sich so sonderbar verhalten, haben wir uns hier versteckt. Was mag wohl mit Annie passiert sein? Aber ich frag mich auch, warum seid ihr beide auf dieser Etage eigentlich? Nun, es ist so, dass auf dieser Etage offenbar die Schatzkammer versteckt ist. Und ja, wir haben sie zusammen mit Pandora gesucht gehabt. Die Schatzkammer! Ich verstehe. Also, am Ende des Wegs, den ihr vorangeschritten seid, da habt ihr also die Schatzkammer nicht finden können. Wir haben natürlich auch nicht jede Ecke und jeden Winkel durchsucht gehabt. Denn als wir auf der Suche waren, fingen auf einmal die Werwölfe an, hier zu randalieren. Und so haben wir uns von Pandora getrennt. Also auf dieser Etage befindet sich die Schatzkammer. Das heißt, dass dort vielleicht auch das Herz von Nahachan verborgen ist. Milady Lin, es ist sehr gefährlich. Also wäre es nicht besser, wenn Sie hier bei uns... Nein, ich gehe. Ihr wartet hier. Wie bitte? Aber es ist doch sehr gefährlich hier. Ich denke, wir sollten hier gemeinsam warten, bis sich die Lage beruhigt. Ich möchte gehen und deshalb werde ich auch gehen. Deshalb macht euch keine Gedanken. Ihr könnt bitte hier bleiben. Wie zu erwarten von Milady Lin. Bitte passen Sie auf. Elise. Herr Niklas,
Wenn Milady den sich etwas vorgenommen hat, dann kann man sie nicht mehr aufhalten. Ich war lange Jahre an ihrer Seite und ich habe sie beobachtet. Deshalb, Herr Niklas, ich würde Sie bitten, sie nicht aufzuhalten. Exakt so ist es. Macht euch keine Gedanken um mich. Aber... Elise, ich kann dir nur eins sagen. Wenn du, also an Niklas gewandt, wenn du Elise einen Kratzer zufügst, dann sage ich dir, dann wird sich das alles, wird das alles das nächste Mal anders sein, ja? Dann werde ich auch meinen eigenen Willen spielen lassen. Und du wirst schon sehen, nicht so wie bei der Auktion. Ja, verstanden. Also die Schatzkammer wird am Ende des Ganges liegen. Ich muss auf jeden Fall aufpassen, dass ich nicht zwischen den Leichen und der Wand hier eingequetscht werde. Ich muss also bedacht vorgehen. Und das machen wir natürlich, nachdem wir gespeichert haben. Versteht sich von selbst. So, da kann man ja ganz gut durchschauen. Oh nein, der Werwolf dort vorne, der scheint sich nicht zu bewegen. Es sieht so aus, als würde er mich angreifen, wenn ich zu nahe komme. Ich sollte erst einmal den Weg hier außen vor lassen und woanders lang gehen. Sprich hier. So. Aber es sind noch mehr Werwölfe hier, natürlich. Okay. Ich sollte vielleicht hier das richtige Timing abwarten. Oh, wann mache ich das denn am besten? Von hier oben? Jetzt? Haha, okay. Ob das hier richtig ist? Die Tür ist verschlossen. Wie ich gedacht habe. Der Schlüssel passt. Oh, wow. Das ist ein Anblick. Eine prall gefüllte Schatzkammer und hier in der Mitte funkelt was. Dies ist doch... Das Herz von Nachtsera. Ein Vampirherz. Ich verstehe. So fühlt es sich also an. Es sondert keinen besonderen Geruch aus. Da drin bewegt es sich. Wie ist das wohl aufgebaut? Und jetzt gehen ihr die Gedanken durch den Kopf. Oh Mann. Ah, ich weiß ganz genau. Also ich habe das jetzt natürlich ganz viele Gedankenfacetten, die sie hier aufruft. Ja, das ist so ein wertvoller Gegenstand, den, wenn ich den nicht echt das erste Mal in meiner Hand habe, dann weiß ich gar nicht, was das ist, dieses Gefühl, diese Textur des Materials, unbeschreiblich. Ah, ja, ich habe ein echtes Vampirherz, ja, in der Hand. Diese Realität, die berührt mich beim Herzen, ich zitter innerlich, mein Puls steigt in die Höhe, ich krieg gar nichts mehr mit, das ist ein so komisches... krasses Gefühl, aber ich weiß nicht. Es ist schon irgendwie creepy, dass ich das Herz hier habe, dass sich da bewegt, dass er am Puls schlägt, aber trotzdem ist es ja nicht ganz so. Es schreckt mich ja gar nicht so krass. Und ja, das ist also, dieses Herz ist der Kern eines jeden Vampirs. Darin ist das Geheimnis der Unsterblichkeit verborgen, denke ich. Ich bin total angespannt. Meine Nervosität hört gar nicht mehr auf. Ich würde es am liebsten mit nach Hause nehmen und auf unterschiedliche Art und Weisen untersuchen. Soll ich das machen? Soll ich es einfach mal mitnehmen? Zum Glück sind hier keine Augenzeugen, die das bezeugen könnten. Vielleicht, wenn ich nicht erwischt werden würde. Ah, nein, es tut mir leid. Arne, es tut mir leid. Ich habe mir gar keine Gedanken. Ich kann das nicht machen. Nein, Arne, das kann ich nicht machen. Das ist doch Arnes Herz. Aber, bla bla bla. Mehr kann man nicht lesen, das unten wieder wie offen. Aber man merkt, sie ist hin und her gerissen. Und jetzt dürfen wir auch nochmal speichern. Und das machen wir auch zugleich. Selbstredend. Und hier sehen wir, wie Arne einen großen Saal betritt. Meine Güte, was für ein Saal. Ja, das ist natürlich schon ganz schön imposant und ja, nicht mal der schönste Geschmack, den du dir an den Tag legst. Nun spricht die Diebin Rotkäppchen. Was fällt dir ein, als erstes die Stimme zu erheben? Denn ohne meine Erlaubnis wärst du gar nicht in dieses Schloss hineingekommen. Denn wenn du meine Pracht und meinen Glanz nicht erkennst, ja, dann tust du mir so leid.
Du wirst gar nicht glauben können, wie sehr ich das alles hier verstehe und durchschaue. Hm? Was hast du vor? Warum bist du so, gänzlich auf diese Art und Weise? Was willst du mir damit sagen? Ich habe mir schon gedacht, du bist gekommen, um dein Herz zu holen. Deshalb wundert mich, dass du auf einmal hier so auftrittst bei mir. Nun, du musst wissen, das ist gar nicht meine Aufgabe, das Herz zu holen. Hm? Aber spielt mir auch keine Rolle an dieser Stelle. Nun zeigt sie sich. Wow, da hat sie Porträts von sich und hinter sich ein großes Gemälde. Erinnert an eine Wolfssilhouette mit einer Rose und sie sitzt auf einem Sofa und sagt, nun, was mich anbelangt, so ist es, dass ich mir die ganze Zeit schon die Gedanken gemacht habe. Warum bin ich denn überhaupt so prachtvoll? Was macht diesen Glanz an mir aus? Aber dann habe ich gemerkt, ganz plötzlich, als ich versucht habe, mich damit zu beschäftigen, dass ein wenig noch was fehlt. Ich, die ja so prächtig und glanzvoll bin, ne? Was kann ich nur tun? Was muss ich machen? Alles läuft ja sonst so gut bei mir. Deshalb habe ich gewartet auf dich. Du bist der perfekte Tanzpartner für mich. Hm? Hast du etwa das Recht, dir deinen eigenen Gegner auszusuchen, oder wie? Hm, denkst du, du kannst mit mir mithalten? Ich bezweifle das. Was für eine Unverfrorenheit deinerseits. Ich habe dir doch extra so viel Lob zugesprochen gehabt. Ich nehme all meine Aussagen zurück. Denn ich erkenne, dass du nicht angemessen bist für einen Gegner wie mich. Ich, die ja so prachtvoll bin. Jishe! Hi, hi, da bin ich schon. Hey, du hast doch mit dem Vampir irgendetwas geplant gehabt. Von daher bist du jetzt nicht an der Reihe. Du brauchst hier gar nicht auftauchen. Ich brauch dich nicht. Bei mir, an meiner Seite. Okay, okay. Ich denke, es wird auch so ziemlich interessant. Deshalb, ich misch mich da nicht ein. Ich hab damit ja gar nichts am Hut. Von daher, macht ihr das mal unter euch aus. Das heißt also, nun? Die große Diebin Rotkäppchen glänzt unter dem strahlenden Vollmond und wird nun ihren prachtvollen Tanz präsentieren. Es ist also soweit. Oh, schreien die Werwölfe. Prinzessin, vernichte ihn! Und zeig ihm den Schrecken der Werwolfsgattung, der Familie der Werwölfe. Selbstverständlich werde ich das. Und ich bitte euch, egal was passiert, greift nicht ein. Wobei ich würde mir wünschen, dass ihr mich noch viel prachtvoller und glänzender, eleganter anfeuert. Oh, töte ihn! Töte ihn! Mann, du hast aber eine ziemlich barbarische Familie. Das sollte dich gar nichts angehen. Also gut, zuallererst möchte ich, dass du allein ein wenig tanzt. Okay, wir kriegen 5 Herzen zugesprochen und sehen nun auf dem Bildschirm oben die Richtungstasten angezeigt. Und die müssen wir berühren, um den Patron von der Diebin Rotkäppchen auszuweichen. Wenn man eine Tastatur oder einen Controller benutzt, ja, dann entspricht das den Richtungstasten. Also nach oben, nach links, nach rechts. Und das ging schon. Ha. Egal, was du auch für Silberpatronen benutzt, solange du mich nicht triffst, bringen sie dir auch nichts. Deshalb wäre es doch mal ganz gut, wenn du dich treffen lässt von mir. Meine Güte. Ich habe mir so viel Mühe gemacht, ja? So viel Gedanken gemacht, diese Patronen rauszusuchen. Und jetzt feuere ich noch auf dich und treffe dich nicht. Was soll ich das wissen, warum du mich nicht triffst? Verdammt nochmal. Perfekt. Wie hat dir das gefallen? Ha?
Also, ich denke, du hast mich vielleicht so ein bisschen unterschätzt, nicht wahr? Ich glaube auch. Also, dass der ging ganz schön hier durch mit seinen Tanze. Und ich denke, nur Faszination hier auszustrahlen, das wäre auch vielleicht ein bisschen zu langweilig, oder? Verdammt, ich habe keine Patronen mehr. Aber ich habe noch was anderes. Denn jetzt werde ich direkt deinen Tanz anleiten. Diese Kraft eben. Und jetzt spricht Jishi und sagt, Ahn, es wäre besser, nicht die Deckung fallen zu lassen. Denn die Diebin Rotkäppchen ist stärker, wenn sie keine Waffe benutzt. Das habe ich mir schon gedacht, wenn ich an die Körperkraft der Werwölfe denke. Aber warum benutzt sie denn dann überhaupt eine Pistole? Nun, was das anbelangt, habe ich hier mein Apache-Revolver, also mein Apachen-Revolver, sozusagen eine Art Revolver an einem Totschläger dran. Siehst du an, ein Knuckle, einen Totschläger und ein Dolch obendran, eine Spitze wie eine Art Bajonett. All das wird zu einer Pistole. Ist das nicht eine wundervoll prächtige Waffe für eine glanzvolle Person wie mich? Auch wenn das Ding total schwer zu benutzen ist. Ich finde es schon klasse, weil es einfach so prachtvoll ist. Und, jetzt sagt Jisha, es ist wirklich erschreckend, wie wenig sie das Teil benutzen kann. Bist du ein bisschen bescheuert, dass du eine Waffe benutzt und dadurch noch schwächer wirst? Deshalb bin ich ja ihr Partner, Ahne. Ich verstehe. Du bist also sozusagen ihr Gehirn, nicht wahr, Jishi? Nein, das muss ich negieren, das ist nicht der Fall. Ich kann auch alleine für die Unterhaltung hier sorgen. Und Jishi ist nur da, um mir ein paar Tipps zu geben. Ja, genau so ist es. Obgleich das, was du sagst, ist es so, dass wenn du das Teil hier als Schlaginstrument nutzt, deine Waffe, das würde wahrscheinlich effektiver wirken. Also dann, lassen wir den nächsten Akt beginnen. Okay. Wir sollen nun die Diebin Rotkäppchen beziehungsweise ihren richtigen Körper prachtvoll berühren. Denn all die verwaschenen Körper, die wir hier sehen, das sind falsche Abbildungen von ihr. Und wir sollen jetzt ihren richtigen Körper zeigen und zeigen, wo sie wirklich ist. Und wir sehen, links und hoch ist leicht verschwommen, dann ist es rechts. Müssen wir dann drücken, ne? So, zack, da haben wir sie. Okay. Rechts war der Schlag. Die greift uns an. Nach oben. Und, wie gefällt dir dieser Tanz nun? Oh. Wow. Ein ganz anderes Angriffsmuster, was ihr an den Tag legt. Oben. Was plant sie? Hoch. Mann, du hast ziemlich was auf den Kasten. Aber ich bin noch nicht fertig mit dir. Boah, jetzt ändert sie auch das Feld. Deshalb, wir müssen rennen, damit sie uns nicht trifft. Und es ist uns gelungen. Meine Güte, dass du so viel hier schon zeigst, das ist schon echt unerwartet, muss ich offen sagen. Ich mag dich dafür loben. Perfekt. Aber ich denke, es reicht. Also, will ich dich zum ewigen Schlaf führen? Das war eigentlich mein Satz gewesen. Nun, was dich anbelangt, ja? Ich merke, du schwingst zwar große Reden hier an dieser Stelle und tust so, als wäre es alles ohne Probleme, was dieser Kampf, ja? Aber auch du bist ziemlich erschöpft, nicht wahr? Und das weiß ich, weil du mich gelobt hast. Wie kommst du dazu, jetzt sowas zu sagen?
Prinzessin! Prinzessin! Also nun, freut euch alle, denn ich werde nun noch viel prächtiger werden. Prinzessin! Prinzessin! Und ich werde zeigen, dass ich die perfekte Existenz bin, ja? Und das wirst du sehen. Also verzweifle in meinem Angesicht. Okay, sie hat sich verwandelt und zeigt ihre wahre Form. Das ist nun also die echte Diebin Rotkäppchen. Also dann. Nun möchte ich, dass dir meine wahre Pracht, der ganze Glanz, den ich ausmache, dass der in dein Blickfeld eingebrannt wird. Also, stirb! Dass sie solch eine Kraft verborgen hat die ganze Zeit. Ahne, sagt nun Jishe. Was willst du, Jishe? Ihre wahre Waffe sind ihre eigenen Nägel, musst du wissen, ihre Klauen. Und warum sagst du mir das? Denn als du eben gegen sie gekämpft hast, ja, konnte sie wegen der Waffe nicht ihre wahre Kraft entfesseln. Und das hast du vielleicht gar nicht gemerkt gehabt, aber das sollte dir bewusst sein. Ich habe nicht mehr wirklich viel Blut übrig. Das ist echt, offen gesagt, ziemlich lästig. Gib dein Bestes. Ihr seid offenbar fertig mit eurem Pläuschchen. Also dann. Nun, lass uns unter dem großen Vollmond unseren letzten Tanz absolvieren. Und das werden wir machen, meine liebsten Leute. Aber nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal. Was für ein Cliffhanger, was für ein Cut. Schreibt mir in die Kommentarzeile, wie ihr den Kampf gegen die Diebin Rotkäppchen fandet. Schenkt mir einen Kommentar und noch ein Like. Und falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, holt das ganz schnell nach und aktiviert die Glocke. Dann geht's das nächste Mal wieder richtig schön weiter hier bei diesem wunderschönen Spiel. Bis dahin, passt auf euch auf, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.